Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar hier am Dienstag, dem 12. April. Ich grüße Sie wieder ganz herzlich und wir wollen heute wieder natürlich auf den Forex-Markt schauen und hier zu Beginn gleich mit einem kleinen statistischen Marker beginnen. Und zwar habe ich hier den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar markiert. Hier insbesondere eine sehr, sehr bärische Tendenz mit Blick auf die kommenden Kalendertage, Schrägstrich Trading-Tage, wenn gleich hier nur in Anführungszeichen 9 Wiederholungsjahre vorliegen. Also hier statistisch gesehen jetzt nicht unbedingt die Riesenaussage hergeleitet werden kann. So ist es dennoch so, dass wir ab Mitte April hier eine schwächere Phase rein statistisch saisonal vor Augen haben. Schauen wir uns aber mal hier kurz den Chart dazu an, und zwar hier unten links den großen Chart hier auf, sage ich mal, Big Picture Sicht, den wir jetzt mal ein Stück weit stauchen. Da sehen wir im Prinzip hier, dass wir seit den Tiefs vom Frühjahr 2015 enorm aufgewertet haben. Also das Währungspaar hat hier über 2000 Pips, bis zu 2500 Pips hier an der Spitze zugelegt. Das ist eine große Hausnummer. Und wenn wir hier rechts das kleinere Bild sehen, dann wird deutlich, dass wir auch hier von eben dieser Frühjahrsbewegung ausgehend hier sogar sehr schön herleiten mit einer Schulter-Kopf-Schulter, mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier nach oben aufdrehen konnten. Der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar also hier enorm einen Auftrieb erfuhr. Dann gab es hier noch so eine kleine Wimpelformation, also hier charttechnisch wirklich eine Glanzleistung absolviert. Und das führt eben unlängst hier bis zu den Höhen zur Marke 1,60. Wenn wir uns dieses Level anschauen, dann machen wir das Bild gleich mal groß. Dann wird deutlich, dass wir hier aus früheren Jahren im Bereich um 1,60 eben hier 2009 zur Finanzmarktkrise ein leichtes Widerstandslevel identifizieren können, welches sich sozusagen hier mit dieser Punktlandung vom Januar diesen Jahres dann auch bestätigt fühlte, und seither wertete der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar wieder massiv ab. Hängt natürlich auch hier mit dem Ölpreis zusammen, immer wieder aufgepasst, wenn der Ölpreis hier weiter zulegen sollte, also und eine weitere Erholung erfährt, und das ist aktuell aus charttechnischer Betrachtung nicht unwahrscheinlich, dann könnte es durchaus dazu kommen, dass der kanadische Dollar weiter aufwertet, das auch beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar interessant, und hier der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar technisch gesehen hier an dieser Aufwärtstrendlinie angekommen, die hier seit dem Frühjahr 2015 etabliert wurde. Man sieht auch, dass wir hier insbesondere seit den letzten Wochen eine wilde Seitwärtsrange haben, die hier oben gedeckelt scheint bei 1,50. Ein klares Widerstandslevel hier zu identifizieren. Hier haben wir diese Aufwärtstrendlinie aus 2015 kommend. Das könnte man jetzt als aufsteigendes Dreieck interpretieren, durchaus, aber vor dem Hintergrund der bärischen Saisonalität und eben dem Verharren unter 1,50 deuten sich doch hier so ein paar dunkle Wolken auf. Insbesondere, wenn wir jetzt hier das Tief von Ende März unterschreiten sollten, unterhalb von 1,4614, wäre dann praktisch hier der, ja, ich sag mal, der Unterstützungsbereich um 1,4650 aufgelöst. Tagesschluss unter 1,4614 wäre es exakt. Dann muss man davon ausgehen, dass hier eine weitere Abwertung stattfindet, und das würde hier durchaus einiges an Spielraum versprechen. Und wenn wir uns den Chart hier nochmal rausgezoomt anschauen, dann sehen wir, dass wir erst hier im Bereich 1,50 eine mögliche Unterstützungslinie finden. Der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar also hier durchaus im Zugzwang hier möglicherweise nach unten wegzubrechen. Und mit dem statistischen Pattern wäre das zum Beispiel eine Gelegenheit, mit dem morgigen Schlusspreis hier statistisch einen Short Trade einzugehen, der denn dann hier entsprechendes Potenzial aufweist. Ich zeichne mal kurz hier die Tendenzpfeile ein. Also über 1,50 wäre der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar wieder bullisch einzuschätzen. Danach sieht es, wie gesagt, aktuell nicht aus. Vielmehr eher die bärische Annahme zu favorisieren. Neben dem, dass wir hier charttechnisch sozusagen an diesem Key-Level gerade stehen und unterhalb von 1,4650 wird es eben dünner, die Luft. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal die Pattern dazu anschauen, dann wird deutlich, jetzt rufen wir uns mal ein paar Details auf, dass wir hier, so, da sind wir, hier mal die Performance, die kumulierte Performance über die letzten 9 Jahre, eben 78-prozentige Trefferquote. Wir sehen auch hier die durchschnittlichen Pip-Werte. Gehen wir nochmal kurz hier rein. Und zwar haben wir hier einen durchschnittlichen Pip-Profit von 345 Pips. Da sind wir.
344 Pips. Der größte Profit lief sogar auf 777 heraus. Der durchschnittliche Verlust während dieser 30 Trading-Tage 159 Pips. Das ist recht wenig, aber man muss auch bedenken, das Währungspaar ist sehr, sehr volatil. Also hier muss man wirklich mit großen Schwankungen intraday rechnen. Und insofern hier aufgepasst, das sehen Sie auch an diesen entsprechenden Kerzen, dass hier sozusagen die entsprechenden Handelsperioden, die hier vom 13.04. bis eben 25.05. eine solche saisonale Tendenz aufweisen. Und da sehen wir hier immer sehr, sehr starke Schwankungen. Auch im letzten Jahr gab es schon mal hier wirklich einen positiven Track, so kann man das mal fast sagen. Letztlich aber wurde der oder das Ergebnis des letzten Jahres hier mit einem Minus beendet, mit einem kleinen. Sie sehen, 2015 gab es ein Minus und 2013 zuvor immer wieder Plusjahre. Und jetzt geht es eben um die Wurst, sage ich mal, wenn dieses Jahr nämlich auch nochmals ein Plusjahr erfolgt, also hier praktisch ein negatives Jahr für den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar, ein negatives saisonales Verhalten vielmehr, nicht Jahr, dann wäre es so, dass hier dann die Statistik weiterhin Relevanz hat. Sollte es nochmal dazu kommen, dass sich sozusagen diese bärische Tendenz nicht erfüllt, dann muss man davon ausgehen, dass das Pattern dann auch sozusagen rausfällt. Aber das ist eben gerade das Interessante. Hier könnte es sich jetzt mit der Fortsetzungstendenz durchaus um eine schöne Chance handeln. Wie gesagt, saisonal haben wir hier ein Stück weit Rückenwind und charttechnisch sind wir hier, wie gesagt, an der Schaltstelle, die, wenn denn aufgelöst wird, hier durchaus Potenzial von einigen 100 Pips auf der Südseite erlaubt. Hier an dieser Trendlinie muss man natürlich auch damit rechnen, dass hier nochmal Gegenwehr stattfindet. Sollte das Währungspaar nochmal hochkommen können, dann wären hier zwischen 1,49 und 1,50 aus meiner Sicht sozusagen spekulative Short-Engagements interessant, die in der Folge dann hier durchaus eben für den Durchbruch unter 1,46, 50 führen könnten. Das bleibt interessant zu beobachten. Auf jeden Fall Euro-Kanadisch-Dollar Einblick wert. Ein Währungspaar, was hier Potenzial verspricht, wenn es denn zur Auflösung kommt. Unterhalb 1,4650 haben die Bären das Pflaster in der Hand, oberhalb von 1,50 hingegen die Bullen. Und dazwischen, da sehen Sie auch während der letzten Wochen, haben wir es schlichtweg mit einer Range zu tun. Aber die Parameter, wie gesagt, sind sehr eindrucksvoll. Insofern halten Sie das Währungspaar ruhig mal im Auge. Ich werde es auch wieder darstellen, wenn es denn interessant wird. Und insofern heute mal fern der Majors, also einem Währungspaar, was hier mit dem US-Dollar im Kontext steht, mal den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar in der Betrachtung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Viel Erfolg auf jeden Fall schon mal bei Ihrem Trading. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, viel Erfolg bei Ihrem Tun. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.